Und hier sind wir auch schon wieder. The Legend of Zelda Link's Awakening, das Remake. Wir werden uns heute dem Boss widmen, nachdem wir allen Side-Content gemacht haben. Aber erstmal müssen wir das Buch nochmal lesen. Ich glaube, ich habe das noch nicht gezeigt. Dann gehen wir jetzt mal zum Buch, nämlich hier. Die dunklen Geheimnisse von Kokolint, das Buch lesen. Wirklich? Jawohl. Kann ein Ei ein Irrgarten sein? Das verstehe, wer will. Screenshottet euch das ab. Ich werde ein Foto mit meinem Handy machen, damit ich nicht ins Menü der Switch muss, weil sonst muss ich das schneiden. Deswegen kann ich hier einen schönen Screenshot machen. Ihr braucht es übrigens nicht von mir nachmachen. Das ist bei jedem Versuch, den ihr macht, anders. Also, wenn ihr das Spiel neu anfangt, wird es anders sein, als wenn ihr das jetzt bei mir seht. Bei euch wird es auf jeden Fall ein anderer Code sein. Deswegen, ihr müsst das Buch lesen und es euch abfotografieren oder abscreenshotten. So, und dann gehen wir jetzt erstmal zum Boss. Aber ich werde euch jetzt gleich mein Fazit zu dem Spiel sagen. Weil das hier der letzte Part ist. Oh Gott. Danke fürs Herz. Mit vollem Leben würde ich da gerne doch lieber reingehen. So. Dann gehen wir mal zum Boss. So. Mein Fazit zu The Legend of Zelda Link's Awakening, dem Remake für Switch. Es ist ein absolut grandioses Remake. Wer die alten Gameboy-Spiele gespielt hat, wird sich hier direkt zu Hause fühlen. Das Einzige, was mich so stört, sind die Ladezeiten. Ihr merkt halt, dass gerade wenn ein neues Gebiet lädt, merkt man, dass es laggt. Kleiner Hinweis an der Stelle, wenn ihr oben diesen Schriftzug seht, in dem ihr ein neues Gebiet betretet, laggt es genau in dem Moment, wo der Schriftzug erscheint und es hört auf, wenn der Schriftzug weg ist. Grüße gehen raus an Samp, der hat das nämlich erwähnt und deswegen bin ich auf die Idee gekommen. Zum Soundtrack brauche ich nicht viel sagen. Mir gefällt der geremakte Soundtrack richtig, richtig gut. Gibt ein schönes Zelda-Feeling. Zur Gameplay-Verbesserung. Früher waren Schwert, Schild, Kraftarmband und Pegasus-Stiefel einzelne Items auch noch. Das heißt, ihr wart ständig am Hin- und Her-Switchen. Das haben sie zum Glück verbessert. Jetzt sind Schwert, Schild, Pegasus-Stiefel und Kraftring einfach angelegt. Genauso wie, dass ihr die Schaufel damals nicht zurückbekommen konntet, wenn ihr den Bumerang gekriegt habt, haben sie auch verbessert. Dann noch, es gibt jetzt 50 anstatt 26 Zaubermuscheln. Ich glaube, es waren 26. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Und ihr könnt 20 Herzen anstatt 14 sammeln. Das haben sie auch noch verbessert. Genauso wie die ganze Welt halt einfach mega schick aussieht. Sie haben sie sehr originalgetreu dargestellt. Dann auch noch, dass es so kleine Spielereien gibt wie der Boden färbt, reflektiert zum Beispiel an die Wände. Das seht ihr hier ganz gut. Es ist etwas grüner oder wenn ihr zur Wüste geht, wird es auf einmal gelb, wenn ihr das Wüstengebiet betretet und solche Geschichten an der Wand. Das ist ziemlich geil. Also ich bin sehr begeistert von dem Remake. Mehr brauche ich hier aber auch nicht zu sagen. Wir werden jetzt zum Boss gehen und das Ende erleben. Aber nochmal zum Geheimende. Die geheime Sequenz erkennt ihr daran, dass Marin am Ende nochmal was macht. Ich werde euch nicht sagen, was. Ihr werdet es sehen. Die geheime Sequenz könnt ihr nur freischalten, wenn ihr nicht gestorben seid im Spiel. Das heißt, ihr dürft kein Game Over Screen gehabt haben. Sonst kommt die geheime Sequenz, die was mit Marin zu tun hat, am Ende nämlich nicht. Ihr erkennt es halt daran, dass es was mit Marin zu tun hat. Freut euch drauf. Wir gehen aber jetzt zum Boss. Aber vorher brauchen wir das Lied nämlich gleich. Los geht's. Thank you.
Der Moment ist gekommen. Der Windfisch wartet auf dich. Gehe in das Ei. Uhu, uhu. Dann gehen wir jetzt in das Ei. So, jetzt braucht ihr nämlich euren Code. So, ich muss den jetzt bei mir einmal aufrufen. Das tue ich auch. So, und es geht los. Ihr könnt euch einfach runterfallen lassen. So, dann geht's los. Also folgt diesem Weg hier nicht, den ihr jetzt im Let's Play seht. Bei euch wird es ein anderer sein. Ihr müsst das Buch lesen. So, und dann nach rechts bei mir und nach oben. Bei euch wird es, wie gesagt, anders sein. Gehen wir. Wir sind aus Albträumen geboren. Wir haben den Windfisch in endlosen Schlaf versetzt, um die Herrschaft dieser Traumwelt, um die Herrscher dieser Traumwelt zu werden. Und solange der alte Windfisch schläft, wird diese Insel nie verschwinden. Wenn du nicht gekommen wärst, hätten wir hier für immer geherrscht. Hahaha, aber wer weiß, noch hast du uns ja nicht besiegt. Bist du bereit? So, ich weiß zum Glück noch, wie er geht. Sehr schön, damit haben wir die erste Stufe, glaube ich, geschafft. Wer A Link to the Past gespielt hat, wird wissen, wer das ist. Das ist Aghanahim. Na, scheiße. Oh Gott, ja, ist klar, Diggi. Naja, super. Läuft bei mir. So, Treffer. Natürlich trifft er mich. Ich wollte doch schlagen, Link, nicht hüpfen. Du Lappen, Alter. So, geht doch. Nächste Stufe geschafft. So, nächste Stufe geschafft. Ah, jetzt kommt das. Genau. Oh Gott, ja, dräng mich in die Ecke, Alter. Ist klar, Diggi. Ich weiß nicht, ob ich die mit dem Schild abwehre. Nein, natürlich nicht. Wofür hat man den Schild eigentlich, wenn man ihn eh nicht benutzen kann? So, Treffer. Ich werde mal eine Fee nehmen. Weil die füllen eh nicht ganz auf. Och Gott, triff ihn doch, Link. Dieser Kampf ist so nervig, nur dadurch, dass er diese beschissenen Feuerfledermäuse immer beschwört. Das dauert so lange. Oh Gott, meine Fresse. Ganon geht mir auf den Sack. Ja, das ist übrigens Ganon, auch aus A Link to the Past.
So, geht doch. So. Das ist, glaube ich, jetzt der wahre Boss. Wenn ich mich jetzt nicht irre. So, komm, den besiegen wir doch easy, oder, Link? Natürlich. Aua. Aua. Autsch. Und das war's. Der Boss besiegt. Die Insel löst sich auf. Unsere Welt verschwindet. Unsere Welt. Unsere Welt. Train, du hast alle Albträume besiegt. Folge der Treppe nach oben. Komm. Du hast es geschafft, Train. Alle Albträume sind besiegt. Du hast deine Weisheit, deinen Mut und deine Kraft unter Beweis gestellt. Ich bin Teil der Seele des Windfisches. Und es war meine Aufgabe, über diese Traumwelt zu wachen. Aber eines Tages erschienen die Albträume und begannen hier zu wüten. Doch dann bist du gekommen, Train, um uns zu retten. Ich hatte stets Vertrauen in deinen Mut. Ich wusste, du würdest die Albträume aufhalten können. Danke, Train. Nun ist das Werk vollbracht. Gleich wird der Windfisch erwachen. Auf Wiedersehen. Ich bin der Windfisch. Lang war mein Schlaf. In meinem Traum erschien ein Ei mit einer Insel drumherum. Da waren Tiere und Bewohner. Eine ganze Welt. Aber jeder Traum ist einmal zu Ende. Und wenn ich ganz wach bin, wird die Insel Kokolint verschwunden sein. In deiner Erinnerung aber wird sie weiter existieren. Eines Tages wirst du dich an Kokolint erinnern und denken, es war gar kein Traum. Komm, Train, lass uns gemeinsam aufwachen. Spiele die 8 Instrumente, spiele das Lied des Erwachens. Thank you.
Viel Spaß bei den Credits, Leute. Danke, dass ihr beim letzten Part von The Legend of Zelda Link's Awakening für Switch zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und schreibt mir in die Kommentare, was ich noch besser machen könnte und welche Projekte ich sonst noch spielen soll.
Wenn ihr The Legend of Zelda Link's Awakening für Switch nochmal sehen wollt, dann drückt doch auf die Playlist. Und hier sind noch zwei andere Projekte, die euch auch noch gefallen könnten. Wenn ihr nichts mehr von mir verpassen wollt, dann drückt doch auf den Vergiss nicht mich zu abonnieren Button, damit ihr nichts mehr verpasst. Nochmals vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem Projekt und ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Projekt wieder. Tschüss!